Hallo, herzlich willkommen bei Keim die Naturkost und diesem Video um das Thema Dörren dreht sich jetzt hier alles in den nächsten Minuten. Und besonders für Fans von diesem Material, nämlich Edelstahl. Früher gab es nur Geräte aus Kunststoff, jedenfalls als ich mich damals mit dem Dörren beschäftigt habe. Und bei mir war es tatsächlich so, das ist jetzt schon über 30 Jahre her, dass ich als erstes für meine rohköstliche, gesunde Küche ein Dörrgerät angeschafft habe, weil mich das richtig begeistert hat, Sachen haltbar zu machen, aber auch Gerichte zuzubereiten. Nicht im Ofen, nicht auf dem Herd, sondern im Dörrgerät. Ja, nochmal ganz kurz vielleicht, was ist das Interessante am Dörren? Kann ich das nicht auch im Backofen machen? Ja, Backofen ist eine Option, aber nicht zufriedenstellend. Da habe ich auch erste Versuche unternommen, aber das ist sehr zeitaufwendig, weil der Luftstrom ist ja zirkulierend und nicht gerade über die Siebe, Bleche hinweg. Also von daher kann man da mal erste Versuche machen, aber im Grunde genommen braucht man dann schon ein Dörrgerät. Ja, und dann ist es so, was ist alles möglich? Natürlich kann man jetzt frische Lebensmittel einfach in Stücke schneiden, in Scheiben schneiden und dörren, sie dadurch haltbar machen. Wir haben ein intensiveres Aroma als jetzt natürlich bei dem frischen Obst und Gemüse. Ich habe früher angefangen, im Bioladen ganz günstig die überreifen Bananen einzukaufen zum Beispiel und hatte tolle Snacks für Wanderungen oder wenn ich sonst mit dem Fahrrad unterwegs war. Ja, dann ist es so, dass man natürlich einige Sachen nur zu einer bestimmten Saison bekommt und das kann man sich dann natürlich auch verlängern. Das heißt also, ich verlängere die Saison, ich trockne etwas, wie hier, Meerrettich. Ja, ich habe das hier auch nochmal liegen. Ja, einfach Meerrettich in Scheiben schneiden und immer wenn ich Meerrettich-Geschmack an irgendetwas haben möchte, Dips, Dressing und so weiter, dann habe ich das quasi in meinem Glas in der Küche jederzeit verfügbar. Dann kann man auch wunderbar Fruchtleder machen, ja, die man dann so in so Streifen schneidet. Eine schöne Abwechslung. Ja, das ist jetzt hier Banane-Apfel. Hier oben drauf sind noch ein bisschen Buchweizen und ja, das sind meine Bananenstücke, die ich immer noch liebe. Ja, also das ist wirklich ein konzentrierter Snack für unterwegs. So, was haben wir noch? Dann Knoblauch. Ich esse nicht viel Knoblauch, ja, aber wenn, dann möchte ich ihn einfach zur Hand haben und muss nicht immer extra dann Knoblauch einkaufen. Und hier habe ich mir einfach Knoblauch in Scheiben geschnitten und getrocknet. Und so jederzeit zur Verfügung. Dann habe ich hier mal experimentiert. Ich habe mal Cashewkerne mit Haut eingeweicht, ja, über Nacht eingeweicht. Es ist ja so, dass dann gewisse Stoffe rausgewaschen werden, die sogenannten Enzymhemmer, und habe das Ganze dann wieder runtergetrocknet, damit ich es eben auch wieder schön in ein Glas zurückgeben kann. Die eingeweichten Nüsse müssen ja entweder sofort gegessen werden oder ich trockne sie eben, damit sie weiter haltbar bleiben. So, dann habe ich hier zum Beispiel einfach mal Gemüsetrester, ja, also von einem Gemüsesaft, den Trester, habe ich einfach mal getrocknet, im Mixer zermahlen, wunderbar aromatisch und so kann ich mir meine Gewürzmischung und Gewürzsalze selber machen, aber ich bestimme eben, wie viel Salz dazu kommt, ne? Also nicht wie im Handel, wo es ja 80% Salz, 20% Gewürze, ich kann das genau umgekehrt machen oder ich lasse das Salz ganz weg. So, dann natürlich hier meine geliebten Cracker. Ah, das ist herrlich, ja, dass man also diese Brotvarianten dann selber macht, dörren statt backen. Dann habe ich hier Brennnessel, ja, also Brennnesselblätter getrocknet und püriert. Löffelweise kann man das dann in seinen Smoothie hineingeben oder auch für Dips, Dressings, ist ja sehr herzhaft. Dann, oh, hier auch ganz toll, hier habe ich also Saaten angekeimt, ja, also dass die quasi so eine kleine Pflanze schon bilden. Dann mariniert. Und auch wieder getrocknet. Herrlich würziger Snack statt geröstete Erdnüsse zum Beispiel. Oder auch hier, ja, angekeimte Linsen. Die können dann über den Salat herrlich. Also die Möglichkeiten sind mannigfaltig. Und letztendlich habe ich dann eben zum Beispiel das Dörrgerät auch genutzt, um unreife Avocado schneller reif zu bekommen. Also ne, die Möglichkeiten sind wirklich unglaublich. Ja, und das Schöne ist, wenn ich selber dörre, bestimme ich die Temperatur. Und da würde ich natürlich immer sagen, es sollten Temperaturen unter 50, 45 oder 40 Grad sein, je nachdem. Ja. Es gibt ja Leute, die sagen, Rohkost hört bei 42 Grad auf, andere bei 45. In Amerika sagt man 50 Grad ist die Schwelle, wo es dann nicht mehr rohköstlich ist. Gut, das kann jeder selber entscheiden und ich zeige auch gleich noch am Schluss nochmal, wie man das Gerät denn dann einstellt, weil die Wartmann-Geräte zeichnen sich dadurch aus, dass man eben nicht fünf Schritteweise wie bei vielen anderen Geräten einstellt, ja, also 20, 25, 30, sondern Schritt für Schritt, ja, Grad für Grad kann ich hier ganz genau einstellen, so wie ich die Temperatur haben möchte. Gut, dann kommen wir jetzt einfach mal zu den Unterschieden. Ja, wir haben hier den ganz kleinen vor mir mit 6 Einschüben.
hat eine Dörrfläche von circa einem halben Quadratmeter. Das ist schon einiges. Das sind 6 Einschübe, die ich dann eben komplett belegen kann. Und das hängt jetzt natürlich davon ab, wenn ich Apfelringe mache oder Zwiebelringe oder was auch immer. Es hängt davon ab, wie dick schneide ich die Scheiben. Je nachdem, also es kann variieren, dass ich hier 2 Kilo Apfelringe hineinbekomme oder 5 Kilo. Wenn ich 5 Kilo hineinbekomme, also dicke Scheiben habe, bedeutet das natürlich, ich habe auch eine längere Dörrzeit, gerade in diesem Niedrigtemperaturbereich. Ja, dann hätte ich hier zum Beispiel das Gerät mit 10 Einschüben, hat fast doppelt so viel Fläche. Und das bedeutet natürlich, wenn ich einen eigenen Garten habe und dann habe ich eben so eine Schwemme an Zucchini, an Obst, dann muss ich natürlich das Gerät 2-mal laufen lassen und der schafft das in einem Durchgang. Also das sollte man dann schon überlegen, ob die Fläche mir ausreicht. Ja? Also das kleine Gerät hat den Vorteil, geringe Standfläche, nicht so einen hohen Stromverbrauch und hier habe ich eben eine höhere Dörrfläche. Und wenn das 4, 5, 6 Mal im Jahr passiert, dass ich die nutze, dann lohnt sich das eigentlich schon, das größere Gerät zu nehmen. Weil wenn ich weniger drin habe, dann verbraucht das Gerät natürlich auch weniger Strom. Das heißt also, gerade die Heizquelle, das ist der Stromzieher, der benötigt am meisten Strom. Nicht unbedingt der Lüfter, der ja permanent läuft. Und wenn ich wenig in so einem großen Gerät drin habe, dann schaltet sich diese Hitzequelle auch nicht so häufig zu. Also dann bleibt auch mein Stromverbrauch im unteren Bereich. Gut, was noch zu beachten ist, wie weit sind denn die Abstände der Dörrgitter auseinander? Wenn ich jetzt zum Beispiel ganze Pilze trocknen möchte oder vielleicht eben die ganzen Bananen, dann muss ich natürlich schon schauen, wie sind die Abstände. Also wir verlinken euch in der Beschreibung mal diese Daten, ja, dass ihr mal vergleichen könnt, Abstände zwischen den Dörrgittern, die Dörrfläche insgesamt und wie viel Dörrgitter habe ich in dem Gerät. Also das machen wir schön als Übersicht in der Beschreibung. Aber das ist eben auch, wo man schauen muss, reicht mir der Abstand zwischen den Dörrgittern. Gut, was selbstverständlich ist, dass wir alle Geräte unter 40 Grad benutzen können. Das ist uns ja, wenn wir Geräte aufnehmen, immer ganz wichtig für die Rohköstler unter unseren Kunden. Also das ist bei allen 3 Geräten gegeben. Und dann spielt neben dieser Platzfrage auch noch eine Rolle, ja, wo stelle ich das Gerät hin? Wenn das Gerät erhöht steht, zum Beispiel auf einem großen Kühlschrank, dann wäre es natürlich schön, die Bedienung wäre vorne, so wie hier bei diesem großen Wartmann-Gerät. Das kann ich von vorne bedienen. Die kleineren Wartmänner, da habe ich die Bedienplatine hier oben. Also das darf dann nicht so hoch stehen, dass ich da noch irgendwie drankomme und die Einstellung vornehmen kann. Und generell, wo stelle ich so ein Gerät auf? Es muss ein Raum sein, der belüftet ist, damit die Feuchtigkeit, die entzogen wird und das Gerät ja auch irgendwo wieder rauslässt, dass die entweichen kann aus dem Raum. Dass da nicht dann die Feuchtigkeit und das Wasser an den Wänden herunterläuft. Und dann ist noch ein wichtiger Aspekt die Lautstärke. Und da ist es tatsächlich eben so, dass der kleine 6er Wartmann, der ist flüsterleise, den hört man kaum. Der 10er ist schon ein bisschen hörbarer von der Lautstärke. Und hier der große mit 12 Einschüben braucht natürlich noch einen etwas größeren Lüfter, damit das alles schön die Luft zirkulieren kann und die Feuchtigkeit herausgebracht werden kann aus den Produkten. Also der ist noch etwas lauter. Ja, und dann gibt es bei Edelstahlgeräten noch die Frage von den Gehäusen. Also hier ist das einwandig bei 10 und 6 Einschüben. Da ist das Gehäuse einwandig. Und hier bei dem großen Wartmann mit 12 Einschüben ist es doppelwandig. Was bedeutet das? Das bedeutet also, dass die Wärme mehr im Gerät bleibt. Also im Endeffekt bedeutet das, dass ich gerade bei so einem großen Gerät dann nicht so viel Verluste habe durch die Außenhülle, wo dann die Wärme eben ja, abtransportiert wird. Also hier ist es so, wenn ich hier das Gerät zum Beispiel auf 50 Grad anstelle und hier das Außengehäuse hat dann ungefähr eine Temperatur ja, so von ca. 40 Grad. Also hier nimmt das Gehäuse eben diese Temperatur auf und die geht dann natürlich auch an die Außenluft, während hier bei diesem Gerät eben nochmal das gedämmt ist. Das bedeutet, die Wärme geht dann nicht so schnell verloren. Ja, das waren, glaube ich, alle Unterschiede, die, denke ich, wichtig ist für eine Kaufentscheidung. Alle Geräte sind fast komplett aus Edelstahl. Gut, hier bei dem Bedienfeld oder bei den Standfüßen, da haben wir ein anderes Material. Aber ich sage jetzt mal, weit über 90% ist komplett aus Edelstahl. Also so ein Material kann natürlich besser recycelt werden. Auch die ganzen Einschübe sind eben komplett aus Edelstahl. Wenn ich so Sachen wie Cracker machen möchte oder hier dieses Fruchtleder, das ist ja zu Beginn erstmal so ein Brei. Das bedeutet, ich brauche dann Folien.
Da könnte ich notfalls auch Backpapier nehmen, obwohl ich das meistens nur einmal einsetzen kann. Dann hat sich das so verzogen, dass ich das schon immer wieder dann neu schneiden muss. Und wenn es dann gerade ein Backpapier ist, was beschichtet ist, dann schmeiße ich diese Silikonbeschichtung meistens dann immer wieder jedes Mal mit weg. Darum macht es aus meiner Sicht Sinn, sich mit Silikonfolien zu beschäftigen oder Teflonfolien. Und hier ist der Unterschied eben auch das Material. Der Teflonbogen, diese Dörrfolien, diese dünnen Dörrfolien, die sind aus dem Kunststoffmaterial Teflon. Hat keinen guten Ruf, aber das geht für Pfannen, wo ich drauf rumkratze, wo ich mit hohen Temperaturen arbeite, habe ich hier beim Dörren nicht. Also von daher, ich habe auch Teflonfolien und bin sehr zufrieden damit, habe die schon seit Jahren. Und man kann das auch sehr gut ablösen, ne, was man da drauflegt, also wie jetzt zum Beispiel Cracker oder Fruchtleder. Aber wir bieten mittlerweile für diese beiden kleineren Geräte auch Silikonfolien an. Silikon wird aus Silikaten hergestellt und viele haben einfach dann ein besseres Gefühl und sind mit diesen Silikonfolien glücklich. Gut, ich hatte angekündigt, wir beschäftigen uns auch noch mal kurz mit der einfachen Bedienung. Wie stelle ich jetzt dieses Gerät ein? Und da sind wir noch bei einem Punkt, der eben auch sehr wichtig ist. Ich habe immer die Möglichkeit, bei allen drei Geräten eine Zeit einzustellen, eine Dörrzeit. Und wenn ich jetzt 12 Stunden einstelle, 20 Stunden, dann stellt sich das Gerät dann eben auch nach 20 Stunden ab. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Zu Anfang sollte man vielleicht eher ein bisschen die Zeit höher einstellen. Weil was passiert, wenn die Sachen noch zu feucht sind? Das Gerät stellt sich ab und ich komme dann eben erst einen Tag später nach Hause. Dann können die Sachen eben schlecht werden, muffig werden. Sie verändern sich, wenn sie nicht richtig durchgetrocknet sind. Und da sammelt man sehr, sehr schnell Erfahrung, ja, dass man da sicherer wird und dann wirklich die Zeit richtig genau einstellen kann, weil man dann eben weiß, wenn meine Apfelringe so dick sind, die Apfelsorte, mit der Temperatur, dann sind die einfach nach 14 oder 15 Stunden fertig. Das muss man so ein bisschen austarieren, weil die Zeiten, die in Rezepten angegeben werden, zum Beispiel, die hauen nicht immer hin, ne? Weil es sind ja unterschiedliche Geräte mit unterschiedlichen Leistungen. Und von daher ist es so, dass wir hier auch von der Leistungsfähigkeit, von der Schnelligkeit, sage ich jetzt mal, was die Dörrzeiten angeht, dass wir eben hier die kleinste Heizung drin haben, in dem Sechser. Hier muss sie schon ein bisschen größer sein und dementsprechend kann es auch sein, dass ich hier schneller bin. Und bei dem 12er gilt das Gleiche auch nochmal, eine höhere Heizleistung, damit alle, wenn alle belegt sind, alle 12 Einschübe, die auch schön gleichmäßig trocken werden. Was wir noch feststellen konnten, dass die Belüftung sehr gleichmäßig ist bei den Geräten. Das heißt, dass wir eine gleichmäßige Dörrergebnisse haben und dass also das Sieb unten in der Mitte und oben, dass es gleichmäßig getrocknet ist. Ja, super. Dann möchte ich ja noch zeigen, wie einfach sich so ein Wartmann-Gerät einstellen lässt. Und bei allen drei Wartmann-Geräten haben wir erstmal einen Hauptschalter an der Geräterückseite und damit nehmen wir das Gerät in Betrieb. Und den drücke ich jetzt hier einfach mal bei dem 12er. Und da zeige ich jetzt mal, wie dann die Zeit und die Temperatur eingestellt wird. Das Piepen war schon so ein erstes Lebenszeichen. Und wenn ich jetzt hier auf diese blinkende Taste gehe, an-aus ist das, dann sieht man hier die Zeit, mit der ich das letzte Mal gearbeitet habe. Das waren also 45 Grad, 24 Stunden. Wenn ich das jetzt verstellen möchte, wenn ich also eine geringere Temperatur haben möchte zum Beispiel, dann gehe ich hier auf die Temperatur. Und solange die Zeit jetzt blinkt, kann ich sie verändern. Das habe ich jetzt schon mal verpasst, muss ich ein bisschen schneller sein. Also ich gehe jetzt wieder auf die Temperatur, sie blinkt und jetzt gehe ich hier runter, gehe mal auf 42 Grad. So, jetzt ist das schon fest eingestellt und jetzt zeige ich auch nochmal, wie man die Zeit verändert. Da gehe ich hier eben auf die Timer-Funktion, drücke sie, sie fängt an zu blinken und ich gehe jetzt hier in 30 Minuten Schritten auf eine andere Zeit. Also bei der Zeiteinstellung habe ich 30 Minuten Schritte und bei der Temperatureinstellung, wie gerade gesehen, kann ich von Grad zu Grad höher oder weiter runter gehen. So, wenn ich das Gerät dann ausschalte, wenn meine Sachen fertig gedörrt sind, dann läuft er noch ein bisschen nach. Der stellt sich nicht sofort ab. Der läuft noch 2 Minuten nach, um sich abzukühlen. Das ist also völlig normal und von daher kann ich dann ihn natürlich vorzeitig mit dem Hauptschalter außer Betrieb nehmen. Das ist jetzt besonders eine Sicherheitsvorkehrung, wenn ich mit höheren Temperaturen als 40 Grad arbeite. Okay. Ja, ich
hoffe, dass da jetzt einiges rübergekommen ist in Informationen, dass es eine Hilfe sein konnte für eine Entscheidung, welches Dörrgerät, welches Wartmann-Dörrgerät ist das Richtige für mich. Und von daher würde ich mich freuen, wenn es positive Kommentare gibt oder falls noch Fragen aufgetaucht sein sollten, bitte einfach reinschreiben. Wir beantworten das. Und von daher sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.